Ich habe ja schon mal alle Pokémon bewertet. Meine Lieblings-Pokémon. Aus jeder Generation von jedem Typen. Und jetzt gehe ich wirklich nur noch Shiny. Nicht mal nach meinem Lieblings-Pokémon, sondern ich schaue, was ist mein Lieblings-Shiny von jedem Typen aus jeder Generation. Und das ist teilweise richtig schwer, finde ich. Aber manchmal werde ich einfach ist in genau dem Moment entscheiden. Manchmal habe ich nämlich jetzt nicht direkt eine Meinung. Weil hier zum Beispiel aus Gen 1 normal, ich muss sagen, ich finde Relaxus ganz leichtes Shiny-Design, feiere ich. Ich mag Porygon sehr, ich mag Ditto sehr, aber ich glaube, ich nehme Evoli. Also ich glaube, da bin ich Mainstream. Wobei ich Porygon richtig feiere, aber ich glaube, Porygon wird auch nochmal auftauchen. Dann haben wir Feuer. Ich bin großer Arcani-Fan, aber ich finde Arcanis Shiny-Form wack, leider. Und Shiny Glurak ist cool, aber ich glaube, ich nehme hier Shiny Ponita, weil ich Shiny Ponita einfach so sehr feiere. Deswegen, da gehen wir mal tatsächlich mal nicht mit dem Mainstreamen Weg. Wobei Ponita Shiny ist, glaube ich, auch schon sehr Mainstream. Gut, dann haben wir Wasser aus Gen 1. Boah, das finde ich ein bisschen schwieriger, weil es gibt schon echt viele Wacke. Aber dann gibt es halt auch so zwei sehr coole. Ne? Shiny Gyarados ist eh, man kennt das Shiny Pokémon. Das kennt jede Person eigentlich. Shiny Carpador ist halt einfach ein goldener Fisch, feiere ich. Und ich mag auch Shiny Aquana. Aber ich glaube, wir gehen hier tatsächlich nicht für den großen Bro Gyarados, sondern tatsächlich für Carpador. Weil ich mag goldene Shinies einfach. Also da bin ich einfach ein Fan von. So goldene oder blau, das mit solchen Elementen kannst du mich auf jeden Fall bekommen. Wobei ich auch sagen muss, also ich feiere jetzt deswegen nicht plötzlich goldenes Overall, nur weil der ein Shiny Gold ist. Oder Knofensa. Wobei ich Knofensa Shiny schon witzig finde. Aber ich muss sagen, ich mag Tangela einfach. Also ich bin generell großer Tangela-Fan, aber ich finde Shiny Tangela ist halt cool, weil du hast halt dieses blaue Pflanzen-Pokémon und mit dem Grün, das funktioniert einfach gut. So, feiere ich. Also vor allem den Sprite. In Gen 6 sieht es ein bisschen schlechter aus, aber eigentlich immer noch cool. Shiny Elektro-Pokémon ist auch ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, da gehe ich einfach vom Gefühl her direkt auf Voltoball, weil ich einfach das Blau hier wieder schick finde und das Blitzer ist halt wack leider. Blitzer könnte so cool sein, aussehen in Shiny. Naja, da haben wir Eis. Gibt nicht viel Auswahl, muss man dazu sagen. Ich glaube, ja, Arktos ist ein bisschen zu wenig. Ich glaube, da nehme ich Lapras, aber ich glaube, von den ganzen Shiny-Pokémon. Ich meine, Austausch ist noch cool. Ja, wisst ihr was? Komm, wir nehmen Austausch. Komm, das sieht wieder cooler aus als, glaube ich, die anderen. Die Shiny-Kampf-Pokémon haben wirklich ein ganz großes Problem. Ich glaube, da habe ich keinen Liebling von. Ich glaube, ich finde alle nicht so cool. Aber ich glaube, wenn ich einen wählen würde, dann Machomai wahrscheinlich. Ich finde den grünen Hulk noch ganz witzig. Wieso? Den hier kann man für viel Geld verkaufen hier. Das goldene Oval. Safe. Und Montier, was geht? So, wir machen weiter mit Gift. Das Ding ist, bei Gift hast du zwar viel Auswahl, aber wieder auch sehr viel Wackes. Und ich habe ja gesagt, ich mag goldene Pokémon. Und ich bin tatsächlich ein großer Arbok-Fan. Und deswegen will ich ganz gerne Arbok, Shiny Arbok hier den Shout geben. Dann haben wir bei den Boden-Pokémon so ein paar solide Shiny-Pokémon. Ich glaube, ich gehe da tatsächlich, boah, das Ding ist, Rizeros ist eigentlich so wenig Shiny, aber ich glaube, von den Shiny-Pokémon, die hier sind, feiere ich Rizeros oder Geowatz am meisten, aber ich glaube, wir gehen dann für Geowatz einfach. Dabei Flug-Pokémon, ja, ich glaube, Gyarados ist natürlich schon weit oben, Glurak, klar. Aber sonst hast du ja auch wieder keine so krasse Auswahl. Es gibt viele Leute, die dieses Dragoan feiern. Für mich ist es okay. Ich mag Iodatü tatsächlich sehr. Wisst ihr was? Ja, wir gehen für Glurak. Wir gehen für Glurak. Bei den Psycho-Pokémon haben wir dann ja auch wieder viele wacke Shinies. Paar coole. Aber ich glaube, da gehe ich einfach mit Mew. Da man sieht, die blauen und goldenen Shinies, die feiere ich einfach. Käfer-Pokémon. Da muss ich sagen, Shiny Sichtor ist, man sieht nicht viel, es ändert sich nicht viel, aber ich mag den grünen Ton irgendwie bei Shiny Sichtor. Auch wenn ich Omot sehr feiere, feiere ich Omot als Pokémon um einiges weniger als Sichtor. Und ich glaube, das hat dann irgendwie wahrscheinlich einen Einfluss, weil ich das Design wahrscheinlich mit dem Shiny einfach nochmal schöner finde. Dann bei den Gesteins-Pokémon, ich glaube, da gehen wir mit Aerodactyl. Nicht alle feiern, glaube ich, pinkes Aerodactyl, aber es war halt auch mein erstes Shiny in XY, was ich beim Breeden damals bekommen habe. Ich habe halt auf ein mega Aerodactyl gezüchtet und also halt auf ein kompetitives Aerodactyl und da ist dann random ein Shiny bei rumgekommen und das war halt mein erstes Shiny da und das ist halt cool.
Das hat natürlich auch einen Einfluss. Ich glaube, von den dreien ist Nebulak am schönsten, zumindest der Sprite von den dreien. Aber alle drei sind natürlich nicht so insane, vor allem Shiny Gengar, ne? Und hier ist, glaube ich, Shiny Dratini am coolsten. Also ich feiere den Hardcore Silver Sprite sehr von Shiny Dratini. Gut, Unlicht gibt es ja natürlich noch nicht in der Gen, Stahl auch nicht. Fee haben wir eigentlich nur wacke Shinies. Also Pipi und Pixie haben einfach nur grüne Ohren und die sehen nicht gut aus. Pummeluff und Knuddeluff sind okay. Ich finde alle nicht so gut, aber Pantymos finde ich zumindest witzig. Also auch das Grüne ist weird, aber von denen zumindest finde ich Pantymos noch am besten. Und bei den Starter-Pokémon, boah, ich glaube, da sehe ich tatsächlich so eher Evoli als Glurak. Und bei den Gimmick-Formen, jetzt sind wir natürlich beim spannenden Territorium. Shiny Mega Glurak X ist insane. Aber du hast auch viele andere coole Shiny-Pokémon, klar. Und Shiny Mega Gengar. Und Shiny Mega Gardos. Aber, ja, ich muss für Shiny Mega Gengar gehen. Ich glaube, es gibt keine andere Wahl als Shiny Mega Gengar hier. Zumindest für mich. Also, die ist einfach zu insane. Auch wenn die beiden Shiny-Formen cool aussehen. Wobei Mega Y, glaube ich, cooler ist als X. Zumindest in-game. So. Wobei der auch ein bisschen dunkler, glaube ich, sein müsste. So, dann von den legendären Pokémon. Ja, ich glaube, da bleiben wir bei Mew und bei dem Favorite. Boah, das finde ich schwierig. Ich glaube, Mega Gengar ist schon mit am krassesten. Ich mag Ponyta wirklich sehr. Ja, ich glaube, ich gehe für Mega Gengar. Komm. Vergiss die Magneten nicht. Deine Cam ist davor. Oh, 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 oh. Stimmt. Ich mache den Albert hier mal nach unten. Sorry. Und dann switchen wir später nochmal. Danke fürs Bescheid geben. Dann, Gen 2, Normal-Pokémon. Gibt es tatsächlich ein paar nice. Ich mag Hutut sehr. Aber Visenior ist auch ein cooler. Trotzdem, Porygon 2. Die Farbgebung, die kriegt mich einfach. Da bin ich einfach. Ich mag Blau. Leute, ich bin Fan von blauen Pokémon. Was soll ich sagen? Also vor allem von Shiny-Pokémon. Weil die so nice funkeln. Bei Feuer muss man wirklich sagen, es gibt ein paar gute Picks. Also Schneckmark, ungelogen, cooles Shiny. Hundemon, solid. Magby, solid. Entei und Ho-Oh sind insane. Und ich glaube, ich würde Entei noch krasser finden, wenn dieses Grau noch dunkler wäre. Deswegen gehen wir, glaube ich, für Ho-Oh. Aber es ist wirklich so, ich glaube, mal würde ich Entei sagen, mal würde ich Ho-Oh sagen. Es kommt ein bisschen darauf an welchem Tag du mich erwischst. Bei Wasser haben wir, ja, ein paar Lila immer wieder, ein paar Pinke. Ich finde Azumarill und Octillery ganz cool. Ich glaube, von den beiden würde ich aber eher Octillery wählen. Impergators auch. Auch wenn das Tier ein bisschen zu crazy ist, auch noch cool. Aber ich glaube, Azumarill ist hier mein Pick. Dann haben wir bei Pflanze Celebi, das ist easy. Also, ja, da gibt es, finde ich, keine bessere Auswahl hier gerade. Electro-Gen 2. Ich muss sagen, ich finde die alle nicht super stark. Und ich glaube, davon finde ich am besten noch Raikou. Lantern ist vielleicht noch ganz cool, aber ich glaube, Raikou finde ich am besten. Weiß auch nicht die perfekte Auswahl, aber ich bin Fan von sowohl Sneeble als auch Botogel in Shiny. Also jetzt nicht so Fan, aber ich finde die ganz cool. Und ich glaube, ich finde Botogel noch ein bisschen cooler. Dann haben wir Scaraborn, Rabauz oder Capoeira. Ich glaube, da nehmen wir einfach Scaraborn. Finde ich solid. Auch wenn ich das Blaue bei Rabauz ganz cool finde, das war es aber auch. X-Bud ist, glaube ich, von denen der coolste. Ich bin jetzt nicht so der krasse X-Bud-Shiny-Fan. Ich weiß, viele feiern den sehr, aber ich bin so, ja, finde ich gut, aber geht besser. Boden. Boah, finde ich schwer. Ja, finde ich schwer. Also ich mag Morlord tatsächlich. Dieses pinke Morlord. Aber ich glaube, dieses goldene Stardust, das holt mich zu sehr ab. Deswegen machen wir das. Dann haben wir Flug als nächstes. Boah, wisst ihr was? Komm, wir packen Entei hier hin und ich glaube, ich finde hier alle, also Lugia ist noch ganz cool, klar, aber ich glaube, ich finde hier alle nicht so krass, deswegen packen wir hier Oho hin, sodass wir beide vertreten haben. Psycho. Boah. Finde ich schwer. Ich meine, wir haben Celebi schon, deswegen würde ich gerne was anderes nehmen. Ich glaube, dann nehmen wir einfach Lugia. Wobei, ich mag Lashoking auch sehr. Aber Lugia ist cooler. Käfer. Muss man sagen, Forsaker, goldenes Forsaker ist einfach cool. Ich mag Shiny Potrot auch sehr. Mal wieder wegen Blau. Aber Forsaker ist ein nices Pokémon.
bin ich großer Fan von. Eh schon, also GPL-Vergangenheit, dies, das. Gestein, ja, ich glaube, da gönnen wir Pottrott den Shout. Why not? Ja, gut, dann haben wir nur Traunfugil. Finde ich auch solid. Da haben wir nur Sederking, okay. Und nicht Pokémon, ja, das ist nach Tara. Ich glaube, das muss man nicht erklären. Es ist einfach eines der besten Shiny-Pokémon. Bei Stahl, na gut, wir haben jetzt Stardust und Forstalker halt schon. Wisst ihr was? Weil wir die beiden schon haben, gönne ich Panzer-Aeron. Finde ich tatsächlich ganz cool. Bei Fee, wir haben halt Azumarill auch schon wieder. Ich glaube, von den Pokémon, die hier noch übrig sind, finde ich nicht so richtig gut. Ich mag Togetic ist sehr dezent, aber ich glaube, ich mag trotzdem Shiny Togetic. Deswegen nehme ich Shiny Togetic, auch wenn es sehr dezent ist. Starter, finde ich schwer. Aber ich glaube, da ist es Impagator für mich. Ja. Und Gimmickform, ich glaube, da nehmen wir auch Mega Stalos. Ich glaube, das finde ich am coolsten. Bei Legendaries, gut, die haben wir alle vertreten, außer Suicune. Deswegen nehme ich jetzt einfach mein Lieblings-Legendary von denen. Ja, und das Entei oder Ho-Oh. Da gönnen wir jetzt einfach mal Ho-Oh den Shout gerade. Und bei den Favorites, ich glaube, das ist nach Tara immer. Da bin ich basic. Das ist aber okay. Normal Gen 3. Okay, Gen 3 ist wild. Gen 3 ist wild. Am Ende, also zu rechts, die Auswahl im Randhaus, da sehen wir auch nicht alles. Ah, du meinst das hier? Ja, okay, das, da kann ich sonst einmal kurz rübergehen, aber ich glaube, die meisten Pokémon können wir kurz einmal hier rübergehen. Kennt man natürlich. Gehen aber jetzt erstmal hier wieder rüber und dann versuche ich darauf gleich zu achten. Da haben wir Gen 3 Normal-Pokémon. Ich muss sagen, also auch hier wieder das Gold von Wabu, cool. Aber Zengo ist einfach sehr dezent. Aber sehr cool. Und deswegen gönnen wir Zengo. Den schaut hier. Von den Shiny-Pokémon, ich muss sagen, bin ich von niemandem so richtig Fan. Wobei ich Kurtel ganz cool finde und Kamerupt. Und ich glaube, dann nehmen wir Kamerupt. Ich glaube, Kamerupt, ich mag den schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, let's go. Ich muss jetzt Shiny-Kamerupt haben. Bei der Megaform vielleicht was anderes. Wasser-Pokémon. Gen 3. Für mich ist Shiny-Kyogre einfach ein bisschen iconic. Genauso wie Tohido. Ich weiß, das feiern nicht viele. Und Arabis mal wieder, ich meine, Sagadabis hier mal wieder mit dem Goldenen. Und Milotic ist insane cool, klar. Aber ich glaube, ja, ich glaube, wir haben noch die Möglichkeit, vielleicht Kyogre zu wählen. Ah, kann man den, nee, nicht die Möglichkeit, Kyogre zu wählen. Kyogre, Tohido oder Milotic. Ich glaube, dann ist es Milotic oder Kyogre. Ich glaube, als Shiny-Pokémon muss ich Milotic dann doch das Ganze geben. Auch wenn ich Kyogre iconic finde mit dem Pink. Dann haben wir Pflanze. Und da muss ich sagen, underrated. Sind ein paar coole Shiny-Pokémon dabei. Ich mag Carpels auf jeden Fall. Aber ich bin ein großer Fan von Roselia Shiny-Form. Ich mag diese beiden Rosen sehr. Also, doch. Ist auf jeden Fall ein nices Pflanzen-Pokémon. Wobei wir vielleicht mal ganz bei Gift schauen könnten. Vielleicht müssen wir Pflanze was anderes wählen. Ich glaube, dann nehme ich hier Carpels und hier Rosea schon mal. Elektro, ich glaube, da nehme ich wieder den blauen Furzelblitz. Bei Eis, ich muss sagen, ich mag die Augen tatsächlich von Fernantor. Aber ich glaube, Schnappke ist ein bisschen cooler. Bei Kampf haben wir zumindest Shiny Meditalis, was ich sehr feiere. Und auch Hariyama finde ich solid, aber ich glaube, da gehen wir für Meditalis. Bei Boden, ich glaube, da gehen wir für Libeldra. Ich finde die Bäder anscheinend schon sehr cool. Supex finde ich auch iconic. Flug ist wiederum schwierig. Weil wir haben da natürlich ein Pokémon, was direkt dabei ist. Aber das haben wir eh schon. Deswegen überlege ich gerade, wo ich wen hinpacke. Ich glaube, wir machen bei Flug Brutalander hin. Und zu dem anderen Brolin. Zu dem kommen wir noch, ne? Ist klar. Bei Psycho ist es für mich relativ easy. Wobei, so easy ist es gar nicht. Weil es gibt viel, ich muss sagen, es gibt viele krasse Psycho-Pokémon, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ich feiere Latias sehr. Mega Metagross und Gardevoir. Und die Deoxys-Form finde ich auch cool. Und Jirachi ist stark. Und selbst sowas wie Grumpig ist nice. Ich glaube, bei Fee haben wir eh Gardevoir. Ja, dann können wir das machen. Bei Stahl haben wir, ich glaube, Metagross, ja. Und dann haben wir bei Psycho hier Latias. Doch, machen wir so.
Aber bei Drache muss, glaube ich, jemand anderes kommen. Käfer. Ich finde Illumise ganz solid. Ja, find, da habe ich jetzt nicht so eine Meinung zu. Bei Gestein, ich muss sagen, Nasengnet ist ein witziger. Und in Shiny sieht er einfach cool aus. Ich feiere den. Zwirklopp ist tatsächlich cool. Aber ich glaube, Zubiris ist noch ein bisschen cooler, deswegen Zubiris. Bei Drache, Rayquaza. Rayquaza ist eines der besten Shiny-Pokémon aller Zeiten. So. Also, ich glaube, das ist auch keine große Debatte. Der sieht einfach cool aus. Deswegen nehmen wir den natürlich auch. Da haben wir Unlicht hier. Und Unlicht, muss man sagen, gibt es ein paar, die solid sind. Aber ich glaube, Absol ist für mich der Besonderste. Ich glaube, dem hätte man eine coolere Palette geben können. Aber ich mag trotzdem die Farbpalette von dem. Haben wir Starter-Pokémon. Ich glaube, da wird es einfach Sumpex. Ich finde sowohl die Gewalo als auch die Logok-Reihe hier nicht so krass. Deswegen Sumpex. Und jetzt kommen wir zu den Mega-Pokémon. Und ich glaube, das ist nicht so easy schaut, weil du hast Mega Gardevoir und Mega Rayquaza. Und auf dem Sprite sieht Mega Rayquaza ein bisschen wacker aus, muss ich sagen. Schwierig. Ich mag auch Mega Zubiris. Ich mag Mega Kamerupt. Es gibt so viele gute Mega-Pokémon. Boah. Ich glaube, wir machen Mega Gardevoir. Auch wenn Mega Rayquaza. Na, ah, Mega Rayquaza ist zu krass. Ah, das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Nee, wir machen Mega Gardevoir. Also ich dachte, Mega Rayquaza kommt vielleicht nochmal bei Legendaries. Ah, so schwer. Mega Metagross ist auch cool. Das ist so schwierig. Was machen wir denn dagegen? Ich sag, wir gönnen Mega Gardevoir den Slot. Komm. Machen wir. Und bei Legendary, wir hatten zwar Rayquaza schon, aber Rayquaza darf dann zumindest hier noch ein zweites Mal gezeigt werden. Und bei Favorite, boah, das ist jetzt schwer. Ah, oh, das ist so schwer. An sich, Mega Rayquaza ist halt schon insane. Komm, Mega Gardevoir. Komm. Komm, wir machen das. Ah, oh, das ist in Gen 3, finde ich, ist echt kritisch. Also, nicht easy, die Entscheidung. Gen 4, mal schauen, ob das da einfacher wird. Ich muss sagen, auch hier, ne, ich pulle mein Z einfach zu sehr mit, um es nicht mitzunehmen. Shiny Heatran feiere ich sehr, auch wenn es nur so ein bisschen ist. Ist für mich einfach nice. Einfach ein cooles Pokémon. Wasser. Ich glaube, das wird für mich Rotom, weil ich die anderen auch nicht so nice finde. So Boyolin finde ich okay. Ich glaube, Shiny Rotom. Pflanzen-Pokémon. Ja, Gen 4 hat echt nicht die besten Shinies. Ich glaube, da nehme ich sogar Rexblizer, weil ich Rexblizer einfach feiere. Also die Farbpalette hier wieder feiere. Aber hier. Ich weiß nicht, ob ich Shinox besser finde als... Doch, ich finde Shinox besser als Luxtra. Wobei Luxtra halt super cool aussieht. Aber hier hast du halt mehr von diesem goldenen Aspekt. Und das feiere ich. Illivoltek aber auch cool. Und natürlich die Rotom-Form. Aber wir gönnen Shinox. Dann bei Eis. Aber wir haben ja jetzt schon Rexblizer, ne? Ich glaube, wir switchen hier bei Pflanze auf Shaman Sky oder Tangolos. Ich glaube, wir gehen auf Tangolos. Komm, die Tangela Bros. Und machen bei Eis Rexblizer hin. Weil die anderen sind ein bisschen wack. Glaceola ist noch ganz solid. Aber auch nicht krass. Kampf. Galagladi. Lucario ist auch cool, aber ich glaube, Galagladi ist cooler. Gift. Pendragi, nice. Ich muss auch sagen, Roserade ist nice, aber ich finde Rosea noch mal cooler als Shiny. Also hat mich irgendwie noch mal mehr angesprochen. Boden, das finde ich nicht so einfach, weil es gibt nicht so viele gute. Kaubalat ist cool, Skorgo ist cool. Rehornio ist solid. Ich glaube, da gehe ich für Kaubalat. Knackhack ist halt wack, ne? Das wissen wir alle. Yippie, Galagladi, mein Farf. Gut, wie geht's? Wie geht's? Gut, Skorm. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Was machen wir bei Flug? Ich mag Togekiss tatsächlich. Drift-Zeppeli ist okay. Staubler ist okay. Moffim ist ganz cool, muss man sagen. Also hier, wie heißt der auf Deutsch? Ja, genau das. Ich will nämlich Motineva sagen, aber ja. Ich mag Kramox tatsächlich auch sehr. Und wisst ihr was? Wir gehen mit Kramox. Komm, bisschen was Pinkes mal reinbringen. Psycho. Boah, ich glaube, das ist für mich Cresselia. Ich mag Cresselia als Pokémon gar nicht so sehr, aber ich feiere die Shiny-Form sehr. Also die Shiny-Farben. Bei Käfer. Hui. Ja, das ist schwierig. Zerpeise oder halt das Pokémon, wo ich nicht mehr den Namen gerade weiß.
Mann, wie heißt der denn? Ich will jetzt halt Motineva sagen, aber es ist halt nicht Motineva. Das ist so traurig. Aber wir gönnen dem Motorpell. Dankeschön. Ja, ja, wir Voluminas, das ist doch klar, Leute. Ich glaube, das ist klar. Also, da gehen wir ja immer für Voluminas, oder? Wobei, Stahl, was haben wir bei Stahl so? Ja, haben wir noch bessere. Geist. Welches Giratina ist krasser? Ich feiere beide sehr. Aber ich glaube, das ist krasser, oder? Doch schon. Dragon. Boah, es ist schwierig. Ich glaube, wir gehen bei Geist auf was anderes. Ich glaube, dann gehen wir auf Krippuk. Und wir gehen bei dem auf Giratina. Weil die Drachen sind echt. Also die Jäger und Palkia Shinies Form finde ich richtig wack. Super wack. Übel wack. Unlicht. Ja. Wir haben halt Kramchef schon. Wir haben Piondragi sogar schon. Können wir hier noch auf was switchen? Bei Piondragi? Nee. Nee, ich glaube, dann ist es wahrscheinlich Kramchef. Ja, habe ich schon. Darkrider. Simbuna. Das Content finde ich auch solid. Gianni, vielen Dank für den Resub. Danke für 52 Monate. Das ist insane. Danke dir für den Support. Ich hoffe, dir geht's gut. Moino. Danke, danke, danke. Super, super sweet. Das macht mich sehr happy, dass ihr schon so lange am Start bist. Du hast heute schon so lange gestreamt, dass ich 2 Commissions fertig machen konnte. Das ist nice. Bitte Bild schieben. Oh ja, stimmt. Danke, danke fürs Bescheid geben. Ja, ich finde das echt. Wir machen Skuntank. Komm, bisschen Skuntank Representation. Why not? Stahl. Ich mag Lucario. Ich mag Magnezone. Aber Lucario, ich glaube, da finde ich mega Lucario. Hier Gimmickform finde ich halt tatsächlich cooler. Und deswegen gönnen wir hier Magnezone tatsächlich den Slot. Bei Fee, ja gut, können wir Turgis geben, ist okay für mich. Starter-Pokémon finde ich alle schwach. Also ich glaube bei Starter, also Gen 4 hat mit die schlechtesten Shiny-Starter-Pokémon. Boah, weiß ich nicht. Ich bin ehrlich, ich würde nichts davon handeln. Panferno ist okay. Also zumindest jetzt so die Sprites. In-game sieht es manchmal vielleicht cooler aus. Gimmick-Form. Ich glaube, das ist für mich entweder Mega Galagladi oder Mega Lucario. Wir haben aber Galagladi schon, deswegen gönnen wir uns mal Mega Lucario. Bei legendären Pokémon, da würde ich sagen, boah, das ist schwierig. Legendäre Pokémon. Ich glaube, ich würde da tatsächlich nochmal Giratina nehmen. Ich glaube, das wiederholt sich. Und bei den Favorites aus Gen 4, ich muss sagen, schwacher Jahrgang, was Shiny-Pokémon angeht. Ne, muss ich mal kurz sagen. Ich glaube, von denen feiere ich tatsächlich am meisten. Ich glaube sogar Shinux. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Ich glaube, Gen 4 ist einfach nicht mein Shiny-Geschmack. So, Gen 5 hingegen. Sind wir bei normal angekommen und da finde ich nichts gut. Ja, wobei Waschakwi finde ich ganz cool. Das war's aber auch. Feuer. Muss ich sagen, Skelabra, Maker. Macht man, nimmt man. Wasser-Pokémon. Ja, finde ich auch wieder nur so. Also Gen 5 wird, macht nicht stark weiter, muss ich sagen. Bisher nicht so. Ich glaube, Apokalyp einfach nur, weil es so iconic ist für mich. So in meinem Kopf. So, da muss ich mal an Gen 6 XY Wi-Fi Battles denken. Dann haben wir Pflanze. Ich glaube sogar Serpiroyal. Ich finde die Shiny-Form nicht insane gut, aber ich finde die solid. Aber ich finde die anderen Pflanzen Shinies jetzt nicht so krass. Bei Elektro, ich glaube, da würde ich tatsächlich mit nichts gehen. Ich würde nichts davon handeln. Ey, das ist ja voll schwach. Ich glaube, da gehen wir einfach für normales Voltolos, ja. Ich glaube, das ist der Play. Bei Eis auch wieder. Ich glaube, da gehen wir einfach nur für Frigometri. Ey, das ist bisher richtig enttäuschend. Kampf-Pokémon. Ich muss sagen, ich mag Flamirex von den Shiny-Pokémon schon, glaube ich, mit am meisten. Ich überlege gerade, ich mag die Ritter der Redlichkeit so ein bisschen. Aber ich glaube, wir gehen einfach für Flamirex. Ich find die Shiny-Form ganz cool. Gift-Pokémon. Ich glaube, da nehme ich Wutsasser, weil ich alle anderen wack finde. Ja, Boden. Es ist echt bisher. Das ist ja noch ein schlechterer Jahrgang. Was ist passiert? Game Freak, was habt ihr gemacht? Ich glaube, Ravigator. Ich finde den ganz witzig, wie der komplett anders aussieht mit dieser gelben Brille quasi.
Was ist das für Random Monster bei? Das weiß ich nicht genau, was das für Sprites noch sind. So, Flug. Ja, was haben wir hier? Nix. Nix Gescheites. Ich glaube, nehmen das normale Boreos. Ja. Psycho-Pokémon. Ey, ich bin bisher echt richtig enttäuscht. Ich glaube, Shiny zu Omega. Also das Ding ist halt, die Sprites sehen, glaube ich, auch einfach ein bisschen. Also in-game sehen manche Pokémon, glaube ich, auch cooler aus, als ich sie jetzt gerade hier so, wenn ich sie so auf dem. Weil sie halt nochmal gepixelt worden. Ne? Das ist jetzt nicht der gleiche Stil. Muss man dazu sagen. Ja, es ist noch farbtechnisch nicht das gleiche. Weil ich glaube, Serapenra zum Beispiel sieht auch in-game sehr cool aus. Oder auch Ramot. Oder Genesect. Okay, das ist stark. Das ist stark. Warte mal, war ich nicht bei Feuer-Pokémon? Habe ich Ramot übersehen? Ja, aber ich habe Skidaba genommen. Nee, das ist schon besser. Ja, Ramot, Genesect oder Serapenra. Wir hatten bei Gift, hatten wir Hutsasser. Komm, wir gönnen da Serapenra das Ganze statt Hutsasser und machen hier mal Ramot. Gestein, Brokkolos, feiere ich, bin ich Fan von. Geist, ich glaube, Echnatoll mag ich tatsächlich noch mit am meisten. Wobei Golgantis feiere ich auch noch. Komm, wir gehen auf Golgantis. Ja, bei Drache, ich glaube, Reshiram finde ich am coolsten. Wobei ich auch Scharfax tatsächlich, ich glaube Scharfax, komm. Da gehen wir mal für was anderes. Scharfax ist nice. Bei Unlicht, Zorak ist solid. Imperius Vorentwicklung, also wie heißt der nochmal? Zesurio ist solid. Ist gut. Zoro ist, glaube ich, aber hier für mich Winner. Ich glaube, das gewinnt hier für mich das Ganze. So. Dann haben wir Stahl-Pokémon. Mal noch ein bisschen lauter hier. So. Ich finde Serapenra Shiny insane. Safe. Die ist schon in-game gut. Die habe ich ein bisschen gerade, glaube ich, unterschätzt. So. Schieben wir wieder. Stahl-Pokémon. Wir hatten Genesect jetzt nicht, ne? Ich glaube, da können wir Genesect nehmen. Ich glaube, das ist okay. Dann haben wir Feen-Pokémon. Ja, vom Baumball Elfhuhn nehme ich Elfhuhn. Starter-Pokémon. Ja, ich glaube, Flambirex ist, glaube ich, schon okay, den nochmal zu nehmen. Ich habe Mega Ordoch oder. Ich habe Mega Ordoch, ist schon cool. Also cool leer. Ja, ich glaube, ist schon okay. Legendäres Pokémon, ja. Reshiram oder Genesect, glaube ich sogar wirklich. Ich glaube, wir gehen hier für Reshiram. Komm, gönnen wir mal. Und Favorite Pokémon finde ich schwierig. Ich glaube, es ist Zoroa. Ja, ich glaube, ist okay. Dann gehen wir weiter auf Gen 6. Gen 5 sehe ich bei dir gar nicht. Ja, ich muss auch sagen, ich bin irgendwie nicht ganz zufrieden so mit. Also vielleicht sind es die Sprites, aber irgendwie Gen 5 hat mir irgendwie nichts ausgelöst. Ich hoffe, Gen 6 macht's besser. Wir haben Mega Schlappohr. Oh. Stark. Stark. Wir haben die Quaffa-Form. Mega Tauros. Was machen wir denn da? Greibit ist tatsächlich witzig. Ich glaube, wir gehen auf Edesat oder Mega Tauros. Ich glaube, wir gehen auf Edesat. Komm. Edesat feiere ich schon sehr. Feuer-Pokémon. Gibt's viel Gutes. Viel, viel Gutes. Ich glaube, da gehe ich aber sogar für Volcanion. Weil ich Volcanion, wie das Goldene, das gibt mir einfach einiges. Allein warum ist Furfury jetzt grau? Das ist eigentlich schwarz. Ist das so? Ja, okay. Ja, kann sein, dass die Sprites natürlich manchmal. Deswegen gehe ich jetzt natürlich ein bisschen nach den Sprites, weil ich habe natürlich auch nicht alle Shiny-Formen von jedem Pokémon in-game auswendig im Kopf. Muss man dazu sagen. Wummer mag ich sehr, aber Quajutsu. Wobei, wir haben noch Unlicht offen. Aber Unlicht ist auch ein starker Typ in Gen 6. Pflanze wiederum. Boah, auch gut. Ich mag Brigaron, ich mag Mehikel und Chevrom, ich mag Tomburg, Paragoni. Ich mag eigentlich alles hier fast. Komm, wir gehen aber für Brigaron. Der
ist einfach nice. Gut, jetzt hat mir Edesart schon, ich glaube, Edesart feiere ich am meisten von denen. Vielleicht machen wir dann bei normal was anderes. Ich glaube, dann machen wir hier Mega Tauboss. Vielleicht wird das aber auch nochmal geändert. Mal schauen. Eis. Puh. Mega Exvisa habe ich halt an sich schon, oder? Nee, habe ich nicht bei den Mega-Pokémon. Nö. Nö. Ja, why not? Dann machen wir Mega Exvisa. Ich glaube, das finde ich am coolsten von denen. Ich glaube, wir machen nur mal ein bisschen ihr Pep, by the way, rein. Und zwar switchen wir mal hier auf ein bisschen Pep. Weil, versteht ihr, das ist der OST von Peppa. Okay, sorry. Sorry, Leute. Es tut mir wirklich leid. So, wir haben Kampf. Was haben wir bei Kampf? Oh, das haben wir schon viel Gutes. Aber haben wir auch schon viel abgearbeitet. Ich glaube, bei Mega Gladi und Mega Luca. Wobei, wir haben Mega Gladi nicht. Ich hätte sonst Mega Meditalis einen Shout gegeben. Aber wir machen Mega Gladi, komm. Gift. Ja, machen wir Mega Gengar. Müssen wir machen. Boden. Wisst ihr was? Wir haben Mega Kammerhaupt noch nicht gehabt und ich feiere den so sehr, dass ich den gerne in der Liste haben will, deswegen Mega Kammerhaupt. Flug-Pokémon. Hafnir wird ein bisschen gehatet, feiere ich aber tatsächlich. Aber ich glaube, hier können wir jetzt Mega Aquasa endlich nehmen. Wir nehmen Mega Aquasa, komm. Och, nö. Um G4Real, Shiny Marino und Magaga sind Top 10 Shinies für mich. Ich finde die cool, aber ich finde Mega Exvisa schon cooler. Muss ich dazu sagen. So. Ich habe versehentlich Audacity angemacht, sorry. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas anders gehört hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, der Ton wird bei euch gleich sein. Psycho-Pokémon, was machen wir hier? Weil wir haben ja halt Gardevoir zur Auswahl, ne? Ja, ist bei den Megas immer ein bisschen tricky, ob man jetzt alles mit Megas voll macht. Aber die sind halt nice. Wir haben ja Gardevoir schon, deswegen gönnen wir uns mal Mega Metagross. Komm, ich will ein bisschen Representation haben. Also natürlich, wir könnten jetzt immer Mega Gardevoir hinpacken, aber ich glaube, da will ich ein bisschen auch dann Vielfalt drin haben. Weil ich den halt auch, also ich finde, den rank ich da nach ganz oben. Ich hab den nicht mit 10 Meter, also mit super krassem Abstand zu Mega Gardevoir, sondern der ist schon für mich sehr weit oben. So, Käfer. Ich glaube tatsächlich, das ist Mega Pinsir für mich. Ich finde aber alle nicht so stark. Ja gut, man könnte auf die Vivillon-Form gehen, aber es ist an sich alle schick. So, aber ich finde Vivillon ein bisschen schwierig zu raten. Gestein. Ich glaube, das ist Dianzi. Ich mag die Farbgebung von dem Dianzi tatsächlich sehr. Bei Geist gehen wir, glaube ich, für Good Old Doomguard rein. Damit mache ich nichts falsch. Ist immer stark. Gute Shiny-Pokémon. Drache. Drache ist schwer. Wir haben jetzt Mega Aquasa halt schon. Wisst ihr was? Da gehen wir, glaube ich, sogar dann für Viscogon. Und bei Unlicht, wir haben jetzt Quajutsu schon. Mega Absol, großer Fan. Die Weltal, großer Fan. Ich fand Mega Zubiris auch nice. Pantago finde ich solid. Wir machen Yveltal, komm. Wobei, ich glaube, den Sprite finde ich cooler als Ingame. Aber Ingame ist auch cool. Na ja, komm, Yveltal. Ich finde Mega Altaria underrated, ja, ja. Die ganzen Game Shinies machen mich fertig. Ich bin Fan von den Game Shinies. So, Stahl-Pokémon. Haben wir jetzt gefühlt alles schon, ne? Wir haben Mega Metagross, Mega Lucario, wir haben Doomguard. Wisst ihr was? Mega Flunkiefer, komm. Geben wir auch ein bisschen Liebe. Ist auch nice. Fee-Pokémon. Puh. Finde ich wieder ein bisschen schwieriger. Boah, ist echt nicht einfach. Ich glaube, da gehen wir sogar für Felinara. Starter-Pokémon. Ja, davon halt Quajutsu. Gimmick-Form. Ja, Mega Aquasa kommt. Ja, aber kann ich. Jetzt hier nur Mega Aquasa oder wie? Na komm, Gimmickform machen wir was anderes. Das ist schwer. Das ist sehr schwer. Ich glaube, Mega Gardevoir. Und Favorite.
Ja, das ist jetzt. Wir haben Megagardevoir hier. Weißt du was? Da machen wir Mega Rayquaza in Gen 6. Das ist halt das Problem, wenn sie so oft auftauchen. Hooper ist cool, ja, aber Hooper ist für mich nicht so Top-Tier. Ich hoffe, by the way, man hört nichts von draußen. Ich habe Fenster auf, es ist sehr warm. Ich hoffe, man hört da nicht Kinder oder so. Irgendwer hat da gerade, glaube ich, gerade herumgeschrien. Ich weiß nicht wer. Naja, passt schon. Costoso, Shiny, Gen 7. Gehen wir rein. Warte ganz kurz, switchen nochmal. Muss ich sagen, finde ich ganz cool. Von der Auswahl auf jeden Fall auch. Dann haben wir Feuer. Ja, Amphira. Aloha Knogger auch cool, aber Amphira. Wartet. So. Wasser, Wasser, Wasser. Was machen wir mit dir? Ich glaube, da müssen wir mit Ash Quajutsu gehen, auch wenn ich Kapokime sehr feiere. Ich bin zu. Wobei, wir machen Ash Quajutsu eh noch später. Komm, weißt du, wir machen jetzt Kapokime. Wobei, Kapokime kommt auch später. Ja, wir machen einfach Ash Quajutsu. Ist schon fein. Pflanze. Ich glaube, dann nehmen wir tatsächlich einfach. Ja, ich mag diese schwarzen Shinies sehr. Ich würde einfach auf Sevaro gehen, aber ich glaube, da gehen wir auf Kaputoro. Ich glaube, da bin ich einfach gestrickt. Wir machen weiter mit dem schwarzen Shiny Kapuriki. Ja, hier finde ich alle nicht so krass. Ich glaube, Sandama finde ich ganz solid. Dann haben wir Kampf. Ja, ich glaube, da nehmen wir Marshadow. Auch wenn man das nur in der Animation sieht, muss ich sagen, dieses Lila, das ist schon cool. So, ich finde Melunk cooler als Amphira. Ich glaube, als Pokémon finde ich Melunk auch besser. Ich finde es ästhetischer. Aber ich glaube, das Shiny finde ich trotzdem noch ein bisschen cooler. Aber als Pokémon finde ich das ästhetischer. Auch wenn natürlich das ist einfach nur ein großer Dings ist. Aber die Farben sind natürlich, also dass ein bisschen mehr Farben mit ihm gespielt wurde. So, Gift. Ich glaube, Agoyon finde ich nice. Agoyon und hier Nihilego, Anego. Aber ich glaube, wir gehen für Venico. Aloha Mag finde ich auch ganz cool. Boden. Ich glaube, wir gehen einfach hier für den guten alten Sankabu. Iconic Shiny. Das goldene Spielparadies. So. Das machen wir hier. Bei Flug. Ja, ich glaube, da gehen wir für Bautz. Ich glaube, das ist okay. Psycho-Pokémon. Ich glaube, da mache ich einfach Carbofala. Ich mache so weiter, wie ich aufgehört habe. Bei Käfer finde ich, glaube ich, Tektas am coolsten, wobei ich Chabelle auch wieder nice finde. Aber ich glaube, Tektas finde ich noch ein bisschen nicer. Haben wir Gestein. Ich glaube, ja, Volvox finde ich schon sehr nice. Ich glaube, aber es ist dann Volvox-Dämmerungsform. Ja. Dämmerung ist das, ne? Volvox-Dämmerung. Dann haben wir Geist. Wisst ihr was? Ja, Mimikma oder Aloraknogger. Wofür gehen wir hier? Komm, ich gönne Mimikma. Ist schon coole Shiny-Form. Auch wenn es nicht super. Also hier sieht es krasser aus als in-game. In-game ist ein bisschen dezenter, aber ich mag es trotzdem. Wie gesagt, die Sprites sind manchmal, glaube ich, ein bisschen abweichend zum In-Game. Ich glaube, Shiny mit Teno zum Beispiel genau ist auch sehr cool und auch eher schwarz. Drache. Boah. Was machen wir hier? Schlinking ist witzig, aber ich glaube, da gehen wir für das Goldene. Agoyon. Ja. Unlicht. Ja, mal Quajutsu schon. Können wir noch switchen? Nö, ich glaube, das ist okay. Ich glaube, ich nehme hier tatsächlich sogar Fuego. Ich mag wahrscheinlich Fuego. Finde ich nicht so schlecht. Magierna ist tatsächlich sehr cool. In dieser Pokéball-Form in Shiny. Und ich glaube, deswegen nehme ich die auch. Also kann man, glaube ich, nicht bekommen. In-Game, Shiny, Pokéball, Magierna-Form. Aber sie existiert halt. Also raten wir sie auch. Stahl hatten wir jetzt Fee. Ja gut, weil wir die Kapus alle quasi vertreten haben, außer Kapukime, ne? Weißt du was, komm, wir gönnen Kapukime, einfach hier den Slot bei Fee, auch wenn ich Kulai tatsächlich mag. Haben wir noch Starter-Pokémon, da gehen wir mal für Sevaro.
Also ich finde Sephiroth und Fuego beide ganz cool. Gimmickform. Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, da gehe ich aber sogar für Alola Raichu. Ja. Und jetzt von allen. Boah. Ich glaube, da feiere ich Capricci am meisten. Ja. Und dann Favorite, Favorite. Ash Quajutsu. Ja. Zerora ist ganz cool, aber in-game finde ich gar nicht so cool. Also schon cool, aber nicht so cool. Danke, Ryan. Jetzt kann ich heute Nacht in Frieden schlafen wegen Boybock. So, Gen 8. Gen 8 ist interessant. Denn da gibt es, glaube ich, schon ein paar starke Shiny-Pokémon. Da habe ich auch viel Shiny gehuntet. Und ich muss sagen, die Galar-Zickzacks-Reihe feiere ich tatsächlich sehr. Und wir gehen für Galar-Zickzacks. Ich mag auch die Volley-Reihe. Feuer-Pokémon ist ein bisschen schwächer. Ich muss sagen, Hisuya Akani ist da cooler als das normale Akani. Reicht mir das? Ich finde die anderen halt auch nicht so stark. Komm, wir gönnen Hisuya Akani, dass wir zumindest ein bisschen Akani-Representation haben. Bei Wasser, ich glaube, da muss ich schon fast für Urgel gehen. Wobei, die Fossilien halt stark sind. Auch die sind wieder nicht im Game erhältlich. Aber sehen halt cool aus. Aber ich glaube, da gehen wir für Urgel. Der ist schon witzig. Bei Pflanze. Ich glaube, da finde ich die Idee mit Hisui Sevaro so cool, dass ich das machen würde. Dann haben wir Elektro am Stissel. Ich glaube. Ja, dann gehen wir für Electragon, auch wenn es, wie gesagt, nicht erhältlich ist im Game. Eis-Pokémon. Boah, Eis finde ich. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Ich finde gerade Flampilian sehr witzig. Ich glaube, von den Eispunkten, die hier sind, ist. Wobei, Kubin mag ich noch. Komm, wir machen Kubin. Die pinke Shiny-Form finde ich schon gar nicht mal so schlecht. Shiny Legios all day long. Keine Frage. Feiere ich sehr. Eines meiner Favorite Shinies, würde ich sagen. Dann haben wir noch Gift am Stissel. Gift. Ich glaube, wir gehen für Galalamos. Auch hier wieder das Goldene. Habe ich damals Shiny hatte. Ich habe damals war einer der ersten, der Shiny Fleckmon hatte. Fleckmon, also Gala Fleckmon, wurde angekündigt in einem Trailer oder im DLC, also nicht im DLC, aber wurde halt angekündigt und direkt released, nachdem der Trailer halt kam. Und ich habe direkt angefangen zu hunten und hatte nach zwei oder drei Eiern hatte ich Shiny Gala Fleckmon. Das war insane. Und diese Erinnerung alleine, das muss natürlich auch mit einen Einfluss haben, ne? Ich glaube, ich mag Gala Makabaya und Ornatol tatsächlich einen Shiny ganz gerne. Deswegen würde ich sogar Ornatol den Schautier geben. Flug-Pokémon, ich finde Micro ganz cool. Aber ich glaube, wir gönnen uns tatsächlich mal hier Gigantamax, Charizard. Why not? Wir haben ja nicht so viel Luwak-Representation. Wobei, wir können glaube ich auch Zapdos nehmen. Ich finde Zapdos halt cooler tatsächlich. Also als Flug-Pokémon. Gala Zapdos ist halt schon cool mit den Farben vom normalen Zapdos. Die Idee feiere ich sehr. So, jetzt haben wir halt Psycho am Start. Was machen wir denn jetzt gegen Psycho? Oder mit Psycho, nicht gegen Psycho? Ich glaube, da nehmen wir tatsächlich Galaponita. Weil wir Galashoking, Labo schon haben. Ja, was machen wir denn hier mit Käfer? Käfer finde ich ein bisschen schwächer. Ich glaube, ich finde G-Max Butterfree, also Smetbo, noch ganz cool. Das war wild, ich erinnere mich, ja. Das waren ein paar wilde Zeiten. Gestein. Ja gut, wir haben Hisuya Akani schon, ne? Ist hier was? Klonkett. Ich finde den ganz witzig. In Shiny. Also, why not? Geist. Ja, ich glaube, das muss Katapulta sein. Wobei, Gorgason mag ich auch sehr. Und auch G-Max Gengar. Insane. Aber ich glaube, wir gehen hier für Katapulta. Wobei, hier haben wir auch wieder die Option mit Drache. Und ich glaube, ich finde den hier am besten. Ja, ich glaube, dann machen wir tatsächlich bei Geist. Ah, G-Max Katapultra oder Gorgason? Ich meine G-Max Katapultra, genau. G-Max Gengar. Wisst ihr was? Wir haben so viel Gengar gehabt. Hisui Zoroark auch cool. Hisui Zoroark insane. Aber ich feiere Gorgason sehr. War auch eines meiner ersten Shiny-Pokémon, die ich gehuntet habe. Shiny Galakorason. Deswegen würde ich das mitnehmen. Haben wir Unlicht noch? Boah. Schwierig. Olangar ist schon cool. Olangar muss
fand ich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile finde ich den schon sehr cool. Deswegen machen wir mal den. Stahl hier am Stissel. Ich glaube, da gehen wir für Galamauzi. Auch eines der ersten Shiny-Pokémon, die ich gehandelt habe. Wobei, sagen wir, Senta und Sashian auch sehr cool sind. Aber ich glaube, da gehen wir mal fürs nicht-legendäre Pokémon. Das machen wir bei Fee jetzt. Weil da haben wir Olangar schon. Ich glaube, dann nehmen wir einfach Sashian. Komm. Starter-Pokémon. Ich glaube, da ist tatsächlich immer noch Hisuizu-Varo am Start. Ich glaube, Gortrum vielleicht auf Platz 2. Aber ich glaube, da würde ich mal Varo trotzdem noch nehmen, weil ich Gortrum scheinbar jetzt nicht so cool finde. So, wir haben die Gimmick-Form. Da haben wir einige zur Auswahl. Boah, das finde ich nicht easy. Finde ich echt nicht easy, ne? Das Zapdos ist das schon cool. Aber Zapdos, könnten wir das Zapdos austauschen? Ja, könnten wir, aber... Ja, komm, wir machen G-Max Glurak und dann hier Zapdos, komm. Bei den anderen fällt es nicht so insane. Ja, haben wir jetzt hier die legendären Pokémon und da... ist natürlich gerade Zapdos wieder ganz weit oben, klar. Ich muss sagen, Shiny Summer Center hat mir... Hat schon was mit mir gemacht. Deswegen feiere ich den. Und deswegen spielen wir den nicht, aber deswegen haben wir ihn dabei und machen Legios hier noch an letzter Stelle. Dann haben wir noch Gen 9 am Start mit Normal-Pokémon. Und da muss ich sagen, Shiny Farigiraf ist dezent, mag ich aber tatsächlich. Wir haben tatsächlich hier sehr dezente Shinies hier mit Azugladis und hier kann man so. Juju und Shiny wäre insane, wenn der existieren würde. Und auch Keiflam ist sehr insane. Aber, und ich weiß, es ist nur ein dezent Shiny. Und eigentlich müsste man hier Juju oder Keiflam erwähnen. Aber gibt eh noch die Möglichkeit. Ich gehe tatsächlich hier für Knabon. Ich mag, es ist nur so dezent. Aber ich mag das irgendwie. Irgendwie hat mich das einfach angetan. Deswegen, es ist so winzig, diese Shiny-Form. Aber ich mag sie. Deswegen gönnen wir Shiny Knabon hier sein Spotlight. Shiny Delfinator, easily Nummer 1. Wobei die Nigari-Formen sind natürlich ganz witzig, aber auch schwierig zu unterscheiden. Heraschall. Aber was? Flo, nee, ich sag, kann man schon machen mit Knabon. Es ist so winzig, aber es ist auch witzig. So, Pflanze. Boah, Pflanze finde ich schwierig. Ich glaube, ich würde tatsächlich sogar für Jalapeno hier gehen. Ja. Dann haben wir die Elektro-Pokémon. Und ich glaube davon... Das Ding ist, ich habe Miraidon noch nie in-game gesehen. Das wäre schon insane, ne? Existiert halt auch nicht. Ich glaube, wir machen Eisenhand. Eisenhand finde ich schon sehr cool. Gut, was machen wir jetzt mit den Eis-Pokémon? Aber das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir gehen sogar für Eisenbündel. Ja. Kampf-Pokémon... Kriegflügel, Koraidon, also wenn Koraidon im Game wäre, insane, und deswegen nehme ich Koraidon, komm. Nehme ich hier einfach mal so. Wir haben Gift am Start. Und ich glaube, von denen ist Lumiflora für mich am coolsten. So, was machen wir bei Boden? Boah, weiß ich gar nicht. Finde ich alle jetzt nicht so insane. Ich glaube, Riesenzahn finde ich noch solid. Wir machen mal Riesenzahn. Keilflamme zu verschmähen, nee, nee. Ja, aber Keilflamme kann ja noch kommen. Das ist ja das Ding. Deswegen, wieso nicht? Flug-Pokémon? Ich glaube, von denen finde ich Eisenhals am coolsten. Da kommt, glaube ich, ein bisschen der Paradox-Stuff raus, aber das ist, glaube ich, okay. Ja, ich kann jetzt hier nicht Kremanson nehmen, ne? Aber alle anderen sind irgendwie wack. Ich habe Farigiraf schon. Alle anderen sind irgendwie... Also Eisenblatt, okay, aber... Ich mache hier... den Cremanzo way. Why not? Warte, wieso? Wir sind bei Psycho, nicht bei Feuer. Ja, ich bin lost. ja, nee. Wack, dass es kaum irgendwie andere gute gibt hier bei Psycho. Schade. Aber bei Psyopatra ist noch cool. Ja, komm, wir machen Psyopatra, komm. Kann ich Cremanzo und Dingens nehmen. Das ist ein bisschen zu crazy. Ich glaube, hier würde ich immer für Kriechflügel gehen bei den Käfer-Pokémon. Bei Gestein. Aber wir haben Lumiflora schon, ne? Ja, machen wir Lumispross. Finde ich auch cool.
Geist-Pokémon. Ich mag tatsächlich Gruff. Hat so klares dezent. Aber als ich das beste Flatterhaar mochte ich am Anfang nicht so, mag ich mittlerweile aber schon, weil man es auch ein bisschen gewöhnt ist, glaube ich. Ich glaube, wir gehen aber tatsächlich für Gruff. Gut, jetzt sind wir bei den Drachen-Pokémon. Und Koyan haben wir eh schon. Mopex feiere ich tatsächlich auch noch. Aber wisst ihr was? Wir machen hier einfach Keilflamme. Ich feiere den sehr. Wenn der Ingame wäre, cool. Aber ist er leider nicht. Gut, Unlicht. Boah, Unlicht. Was machen wir denn bei Unlicht? Galimperius, cool. Wutpilz ist auch nicht schlecht. Aber ja, ich glaube, Galimperius ist es immer hier. Bei Stahl ist es eigentlich auch immer Galimperius. Ich glaube, danach kommt Knattertox. Nur bei Knattertox finde ich den cooler. Habe ich auch geshiny hunted beim Event. Na, Knattertox ist schon cooler. Fee. Ich glaube, Eisenkrieger mag ich am meisten von denen. Starter-Pokémon. Finde ich alle ein bisschen underwhelming. Ich glaube, am ehesten noch Maskagato. Auch wenn es wieder dezent ist. Schlurm ist Baba. Ich finde ihn nicht schlecht, aber für mich nicht jetzt so insane, der krasseste. So. Gimmick-Form. Das goldene Schlickter. Das feiere ich schon, muss ich sagen. Und ich bin auf Schlickter nicht so schlecht. Wisst ihr was? Why not? Wir machen einfach Schlickter. Es passt zu dieser goldenen Liste. Ich finde alle anderen irgendwie auch nicht so interessant. Gut, jetzt haben wir legendäre Pokémon. Finde ich sehr schwer. Ich glaube aber, komm, wir haben Juju nicht represented. Wir machen Juju. Und dann von allen hier finde ich schwer. Ich glaube, wenn es existieren würde, Koraidon, aber ich will nicht so viele non-existente Pokémon, also ich will es nicht als Favorite haben. Dann finde ich es aber auch echt schwer, ne? Ich glaube, wahrscheinlich einfach am coolsten sieht noch Delfinator aus. Ja, doch. Hat noch eine sehr coole TCG-Karte, eine shiny TCG-Karte. Fregger mit blauer Nase ist top-tier. Safe, nice. So, jetzt haben wir die Winner. Normal-Pokémon gewinnt für mich Porygon Z. Feuer-Pokémon gewinnt für mich Entei. Wasser-Pokémon gewinnt für mich Ash Quajutsu. Pflanzen-Pokémon gewinnt für mich. Puh, schon. Ja, doch, Kaputoro. Dann haben wir Elektro-Pokémon. Kapuriki. Nein, warte kurz, lass mich mal kurz rüberschauen. Ja, ich glaube Shinox. Ich glaube Shinox doch. Aber ich Kapuriki auch sehr feiere. Dann haben wir das gute alte Eis-Pokémon hier. Was haben wir denn da am ehesten? Ich glaube Mega Exbisa. Ja. Kampf-Pokémon. Ich glaube Legios hier am ehesten. Gift-Pokémon. Ja, Mega Gengar, komm. Haben wir da noch Boden? Ich glaube tatsächlich Mega Kampf. Aber ich finde Boden mit am schwächsten. Flug-Pokémon. Ja gut, da machen wir Mega Quasar, wobei. Ja doch, trotzdem von denen ist Mega Quasar einfach der coolste. Dann haben wir Psycho. Kabofala cool, Mega Metagross. Also alle cool logischerweise, aber wer ist der Beste? Ich glaube, da nehmen wir Mega Metagross. Ich glaube, da bin ich wirklich so sehr basic. Wenn ich mir die so anschaue. Wobei, ist auch immer noch basic, aber ich glaube, Latias finde ich noch cooler. Ist gerade aber nur so eine Impulsentscheidung. Bei Käfer würde ich tatsächlich für Ramot gehen. Gesteins-Pokémon. Tatsächlich Brokkolos. Ja, doch. Ich mag dieses Blau sehr. Haben wir Geist? Schon Geist. Puh. Das ist schon schwieriger. Ich glaube, Doomguard würde ich hier nehmen. Drache. Haben jetzt so viel Rayquaza auf dieser Liste. Könnten es jetzt weiter durchziehen. Ja, wir ziehen es auch weiter durch. Zedra King. Nein, Spaß. Rayquaza, komm. Muss einfach. Unlicht ist für mich auch easy mit Nachtara. Auch relativ basic, aber ist halt einfach nice. Da haben wir noch Stahl am Start. Ich glaube, dann das normale Metagross. Ja, doch schon. Doch, ich glaube, oder? Ist das der Play? Ja, doch. Dann haben wir noch Fee. Ich glaube, von denen
muss es eigentlich immer Gardevoir für mich sein. Bei Starter-Pokémon ist, glaube ich, auch immer Quajutsu. Bei den Gimmick-Formen ist es schwierig. Das ist sehr zwischen den Mega-Pokémon. Ich feiere aber auch Alola Raichu sehr. Ich glaube, dann nehmen wir Mega-Gardevoir. Haben wir Gardevoir und Mega-Gardevoir. Ist aber okay für mich. Und dann haben wir noch die legendären Pokémon. Das ist eine gute Frage. Jetzt haben wir Meraquasa irgendwie dreimal. Ja, komm. Meraquasa. Ist okay. So. Und dann das letzte, das Favorite Pokémon. Meraquasa. Ah, weiß ich gar nicht. Boah, was ist mein Favorite Shiny Pokémon? Das ist so schwer. Ich glaube, es ändert sich so oft bei mir. Aber ich gehe, glaube ich, für Noctara. Ich finde alle irgendwie cool. Deswegen würde ich, glaube ich, dafür gehen. Ja. Ich glaube, es switcht sich wahrscheinlich. Ich finde es schwierig, immer so das eine Favorite zu sagen. Hier, by the way, das Prügel-Z, das habe ich nicht angezeigt. Ja, das ist meine Tierliste mit allen Favorite Shiny Pokémon.